Herzlich willkommen zum dritten Teil des Männerwochenendes am TED in Ungarn. Was bisher geschah, seht ihr jetzt in einer kurzen Zusammenfassung. Du blinkst! Schalt den Blinker aus, sonst wird's peinlich! Schalt den Blinker aus, sonst wird's peinlich! Ja, probieren wir was! Und da sieht man wieder ein gutes Beispiel, was in echt wirklich extrem gefinkelig und schwer zum Fahren war. Daher habe ich auch nichts geredet, weil ich mich, wenn ich nichts rede, dann bin ich immer sehr konzentriert. Aber auf den Videos kommt das überhaupt nicht so rüber. Also wie gesagt, wenn man da schaut, das war wirklich tricky zu fahren, relativ steil bergauf, sehr, sehr starke Spurrillen, aber das geben leider die Bilder nie so her, wie was es dann wirklich in echt ist. Jetzt habe ich schon Sperre und alles drinnen gehabt. Jetzt habe ich schon die Sperre und alles drinnen gehabt. Ja, aber das wird da oben immer wilder. Ja, ja. Ja. Ja, was zu viel ist, ist zu viel. Da sind die vom HWS da einfach so hoch in der Mitte, dass wir aufliegen. Und nachdem, dass wir jetzt keinen aller Unterbodenschutz haben, wollen wir sie jetzt nicht mit aller Gewalt unsere Geräte ruinieren. Jetzt suchen wir sie einfach einen anderen Weg, wenn man da schon sieht. Wir haben eh schon quasi da ein bisschen abgeschliffen, abgetragen, weil auf der Dings kann man auch nicht fahren. Oh. Müssen wir sicher einen anderen Weg suchen. Aber das wird jetzt kein Riesending sein. Aber Christoph kommt auch rüber. Gut. Vielleicht braucht er mal Hilfe. Alter, was tust du da? Fährst du im Damensitz oder was? Ja, und wie wir vorher gesehen haben, gibt es auch für die CF Moto 7000 mit ihren 28 cm Bodenfreiheit irgendwann ein Ende. Es war halt so, dass vom Harvester sehr, sehr tiefe Spurrillen drinnen waren und wir aufgrund des mehr oder weniger verkehrten oder nicht passenden Radstandes mit einem Reifen in der Spurrille haben fahren müssen und mit dem anderen Reifen auf der Erhöhung, wo wir dann halt in der Mitte mehr oder weniger aufgelegen sind. Wir werden da sicherlich mit mehr Gewalt, beziehungsweise wenn wir das Fahrzeug mehr geschunden hätten, wären wir da sicher raufgekommen. Aber wie gesagt, da sind uns unsere Fahrzeuge zu schade dafür, daher haben wir einen anderen Weg gewählt. Wir navigieren heute wieder, wie bei meinen Videos üblich, mit der App Osmand, wo es auch ein separates Video schon dazu gibt, wo ich die App im Detail ein wenig erkläre, dass man die ersten Schritte damit machen kann. Und was es ab diesem Video neu gibt, beziehungsweise was ich auch bei meinen anderen Videos schon hinzugefügt habe,
sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr Fragen zu meinem Helm oder zu meiner Ausrüstung oder Kamera-Equipment habt, alles was ich verwende, beziehungsweise beim Quadfahren oder beim Motorradfahren, sind jetzt die Links unterhalb angeführt. Und ihr könnt da gerne, also mit diesen Links kommt ihr auf Amazon und da könnt ihr euch gerne die Sachen anschauen. Wie man auf den Aufnahmen von der Insta 360 sieht, ist Quad fahren oder ATV fahren im Offroad-Bereich eigentlich ein Ganzkörpertraining. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn eure Frau meint, dass ihr über den Winter vielleicht ein bisschen zu viel Speck angesetzt habt, dann könnt ihr ja sagen, dass ihr ein Ganzkörpertraining macht, Offroad fahren in Ungarn. Also, wie wäre die Idee? So, jetzt fahren wir zur Motocross-Strecke in Aika und werden da ein bisschen zuschauen, was da die Burschen so veranstalten. Ja, nach diesem kleinen Rundflug über die Motocross-Strecke in Aika, den Link habe ich euch angeführt, drehen wir jetzt mehr oder weniger unsere Runde weiter. Wir haben noch einige Wasserdurchfahrten, was wir gestern auch schon genommen haben. Der Vorteil ist, dass wir dann unten ein bisschen sauberer sein. Was passiert, wenn man schnell durchfährt? Da spritzt das alles in die Fresse. Ah, und was passiert dann? Da schaut man so aus wie da jetzt, oder was? Du kriegst auf. Bring dich selber mal, wie sauber du bist. Dein Helm tropft. Ja. Ah, okay. Aber ich sag nur Scheiß drauf. Mal löst nur einmal im Jahr. Ole, ole! Da kannst du gar einen Helm in die Waschmaschine rein tun. Na geh! Okay, wie sagt ihr das? Oh, naja, jetzt sind wir auf die letzten Meter, mein Freund. Ist das so? Ja. Was ist denn da so dein... Scheiße. Mein Fazit, Junge. Mein Fazit? Ja. Ich glaube, ich noch nirgends da mehr Gartschlöcher gesehen habe als wie in Hungarien. Ah. Das ist mein Fazit. Mhm. Und dass es dort Quadfahren das erste Mal Sinn macht. Die Frage nach dem Sinn. Ja, das macht wirklich Sinn. Oh. Ausschauen tue ich halt
wie Schwein. Ich habe das letzte Mal so ausgeschaut. Ganz, ganz geil. Ja, weißt du, aus Fehlern lernt man dann. Also dann fährt man halt vielleicht ein bisschen langsamer durchs Loch, aber. Boah! Fuck, Alter! Gäh, gäh! Blödsinn. Aber. Darf man nicht über, wie soll ich sagen, darf man nicht übertreiben oder untertreiben in dem Fall. Ja, nicht alle Tag da. Nein. Der Spaß. Vorne ist schon der nächste Locken. Ja. Und ich glaube, da vorne wartet noch der Endgegner von uns. So, da, jetzt sind wir dann gleich oder bald einmal oder zumindest auf der Schlussetappe vor unserer 2-Tages-Tour. Jetzt fahren wir noch so knapp 5-6 Kilometer und ja, möchte mehr oder weniger da gleich während dem Fahren zusammenfassen. Die letzten 2 Tage in Ungarn. Hauptsächlich auf dem Ted unterwegs, aber dort und da natürlich in ein paar Abstecher, wenn wir dann unsere eigene Route gefahren sind oder die eigens geplante Route gefahren sind. In Summe muss man sagen, war es wirklich ja, mit einem Wagen so geil. Aber ich möchte jetzt noch kurz ein bisschen erörtern, beziehungsweise dort und da noch ein paar Details dazu verlieren. Also, die Gastfreundlichkeit der Ungarn ist sensationell. Kann man einfach nichts anderes sagen, kann man auch nicht mit unserer österreichischen Mentalität vergleichen, sagen wir so. Wir haben, jetzt muss man schon schauen, wo wir hinfahren. Ob wir da rechts fahren können oder nicht. Wir können. Wir haben Förster getroffen, wir haben Jäger getroffen, also es hat keiner irgendwie, wie soll ich sagen, ein böses Wort oder sonstiges verloren. Es ist jeder sehr höflich auf uns zugekommen, es hat keiner irgendwas dagegen gehabt, dass wir da mit unseren Quads unterwegs sind. Ich meine, man muss auch sagen, wir waren, da müssen wir runter, wir waren auch immer so wie jetzt, auch so wie man jetzt auf die Bilder sieht, auf Straßen unterwegs, das heißt, also dort, wo zumindest landwirtschaftliche Straßen, wo zumindest der HWS, der Traktor fahren kann, wir sind ganz, ganz wenig, bis auf ein paar Meter halt, wo vielleicht irgendwo eine Straße versperrt war, wirklich direkt durch den Wald gefahren, also das schauen wir immer, dass wir das so gut irgendwie, wie es geht, vermeiden, weil wie gesagt, wir sind zu Gast in einem anderen Land. Und ich glaube, da ist immer wichtig, wenn man ja, rücksichtsvoll und sehr zuvorkommend sich benimmt. Und in Summe gesehen war wirklich, also war es ein Riesenerfolg. Ich bin froh, dass wir die Zeit gehabt haben oder uns die Zeit genommen haben, sagen wir so, die letzten 2 Tage da in Ungarn zu verbringen. Wie man jetzt da auf die Bilder sieht, also Ungarn ist jetzt kein reiches Land. Wir leben alle, oder zumindest ein Großteil, sehr bescheiden. Aber sie sind sehr höflich, sehr zuvorkommend. Das Hotel war sauber, war in Ordnung. Also da hat es überhaupt nichts zum Aussetzen gegeben. Und auch vom Terrain her, von der Straße her, also war alles dabei, was irgendwie, ja, was Offroad irgendwie gibt. Also sie grinsen alle, wenn man vorbeifährt. Ist echt lustig. Also von wirklich tiefen Schlamm bis über ja, Wiese, Straße, also irgendwie alles, was halt so ja, irgendwo bei uns in Mitteleuropa vorkommt. Ein paar Schotterpassagen, also das ist eher die Ausnahme, aber war natürlich auch dabei. Asphaltstrecken, so wie jetzt, wobei dass die Nebenstraßen meistens wirklich sehr, sehr schlecht beieinander sind. Ja, was kann man zu der Seefahrt sagen, also im Großen und Ganzen hat sie mit dem Terrain, was wir jetzt da gefahren sind, überhaupt kein Problem. Also ich glaube, dass das eher wirklich ja,
wie soll ich sagen, das ist, für das, was sie gebaut geworden ist. Das steckt sie alles ohne Probleme weg. Also überhaupt zu einem tieferen Schlamm und überhaupt, wenn der Unterboden, also der Untergrund weich ist, macht es Mörder viel Spaß zum Fahren, oder so wie jetzt, also was so wellig, buckelig ist, das ist wirklich kein Problem. Das Einzige, was man da merkt, ist, wenn der Boden gefroren ist, dass dann, wie soll ich sagen, das Fahrwerk, jetzt nehmen wir noch schnell mit, das Lochel da, dass das Fahrwerk dann doch irgendwie, manchmal ist es zu hart, finde ich, weil das habe ich schon in meinem Review auch erwähnt. Ui. Ja, nehmen wir es halt mit. Ich glaube, dass man da dann auch das eine oder andere sicher einstellen kann oder ja, dass man sich da dann ein bisschen spielen kann, dass das halt dann für seine Bedürfnisse besser funktioniert. Aber wie gesagt, da gibt es ja die Möglichkeit, dass man es dann dementsprechend anpasst und ja, das kann man dann immer machen. Da muss man nur ein bisschen konzentrieren beim Fahren. Nicht, dass ich mir jetzt da auf der Schlussetappe noch irgendwie aufs Maul lege. Ja, Preisniveau noch kurz, also wie gesagt, das Hotel. Ui, da haben wir jetzt eine anständige Wasserdurchfahrt. Und pass auf, muss man immer vorsichtig sein, weil wer weiß, wie tief das der Spaß da ist. Schauen wir, fahren wir mal schön sachte durch. Ja, super. Kein Thema. Wartet man da auf den Christoph? Also das Preisniveau ist weit unter unseren für Österreich. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Ob das mit irgendwo einsicken, da sind wieder Eisplatten. Nein, ja. Aber was gut ist, so können wir ein bisschen gleich das Quad unten rum waschen. So, schieben wir zurück. Wobei, es muss man mal aufpassen, nicht, dass man dann sich wirklich den Unterboden oder irgendwelche Achsmanschetten durchsticht, weil es dann doch, wenn man da so schaut, ein paar Zentimeter dickes Eis wahrscheinlich, und ja, man muss nicht mit aller Gewalt immer irgendwas kaputt machen. Hui! Haha, cool! Ja, das ist mal währenddessen, dass ich das Fazit mehr oder weniger mache, noch wirklich coole Passagen. Schaut mal wieder zurück. Ja, wir waren beim beim Papa die Kosten, aber dann Christoph hat man auch schon da. Also ist deutlich günstiger wie in Österreich. Wir haben jetzt fürs Hotel mit Frühstück knapp 60 Euro gezahlt. Roundabout. Auch gestern das Essen war in Ordnung, das war auch gut. Jetzt haben wir auch einen guten Wein gehabt. Und das Chaperone, ich bin kein Biertrinker, aber der Christoph meint, dass das auch gut ist. Also in Summe gesehen, ja, kann man Ungarn wirklich nur empfehlen. Jeder, der was Offroad seinen Spaß haben möchte, kommt da sicher voll auf seine Kosten. Es gibt da das eine oder andere zum Anschauen, so wie, was ich sicher schon gesehen habe im Video, mit den Burgen. Also wenn man ein bisschen Sightseeing betreiben will, dann kann man das auf jeden Fall machen. Der Plattensee, der Paladon, ist nicht weit entfernt. Da kann man sich auch noch vorbeischauen, also überhaupt dann so wie die schöne Stadt Tihan, Tihani geschrieben. Also da gibt es eine oder andere. Ah, schau, jetzt haben wir da wieder ein paar bei unseren Endgegner. Schauen wir mal.
Werden wir mal reinglühen. Was sagst du? Fahren wir da rein? Ja. Schauen wir mal, wie tief das ist. Ja, das geht. Na schau. Dann wird es unten rum auch gleich sauber. Das passt schon. Ja, cool. Genau da. Christoph, der Eisbrecher. Warte, Kollege, komm mal zur Hilfe. Ja, nein. Nicht, dass wir sie in den Unterbahn oder irgendwas ruinieren. Ja, schieben wir wieder zurück. Ich sag einmal, das Gräber ist hier unten. Ja, so sauber. So, da, jetzt sind wir auf die letzten Kilometer. Jetzt haben wir noch einen wunderschönen Kinderspielplatz für Männer entdeckt. Was jetzt vorher noch die Aufnahmen gesehen habt. Richtig, richtig geil, wenn es zum Abschluss einer 2-Tages-Tour quasi noch bei so einer, ja, bei so einem Spielplatz vorbeikommst. Jetzt haben wir dann also, ja, jetzt ist ein bisschen Feldweg zum Fahren, ein paar Kilometer, und dann sind wir wieder bei der Unterkunft. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Videos bzw. auch die Offroad-Videos machen euch Spaß und können euch ein bisschen inspirieren, was man jetzt so quasi mit einem Quad und auch in Ungarn erleben kann. Und ich lasse mir was einfallen, bzw. der, was Interesse hat, dann kann ich gerne die Gepix-Daten von unserer Tour zukommen lassen. Auf meinem Kanal ist quasi eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und ihr wollt die Gepix-Daten haben, kann ich sie euch gerne zuschicken. Die einzige Voraussetzung dazu ist, ein Abo bei mir zu haben. Das würde mich natürlich freuen. Der, was mich nicht abonniert hat, bitte sehr, sehr gerne. Das ist quasi, wie soll ich sagen, das Brot, von dem Leute wie ich, die was noch einen kleinen YouTube-Kanal haben, leben. Und ja, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, auch über Kommentare. Jetzt könnt ihr gerne dazu schreiben in die Kommentare, was euch besonders gut gefällt oder wo es vielleicht auch Passagen sind, wo es nicht so interessant sind. Ich lasse mich da gerne inspirieren. Wie gesagt, auch schon, wie erwähnt, ich mache sicher keine Anstalten auf Perfektion, beziehungsweise weiß ich, dass dort und da noch sicher das eine oder andere Verbesserungswürdige dabei ist. Aber wie gesagt, mir macht es Spaß. Und was ich so an Resonanz bis jetzt mitbekommen habe, gibt es auch einige, die was das gut unterhaltet. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, lasst mir ein Abo da, ein Kommentar, ein Like und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bis dann. Besser drauf. Du willst den Kofferraum reinfahren. Was? Eini. Druck geben. Gut gemacht. Brav bist du schon. Brav bist du schon. Oder irgendwas. Gut ist gegangen. So.